Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, letzte Woche, glaube ich, hatte ich euch flüssiges Gold vorgestellt. Und zwar Butterscotch, ne? Mein neuer alter Liebling, meine große alte Liebe, die ich wieder neu entdeckt habe, Gott sei Dank. Und ich habe gespoilert, dass ich damit noch ein bisschen was machen werde. Und das machen wir heute. Wir machen nämlich wunderschöne Butterscotch Karamell Wings. Das klingt geil und ich sage euch, das schmeckt fantastisch. Habe ich gestern schon mal ausprobiert, heute wird's verfilmt. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zutaten, Freunde. Natürlich Butterscotch. Habe ich euch ja letzte Woche gezeigt. Video verlinke ich euch nochmal oben. Diese wunderschönen drei Kandidaten von original-butterscotch.de. Schmecken alle geil. Wir hatten einen Bacon Shot gemacht mit dem Original und heute ballern wir die Karamellsoße. Es ist wirklich, Freunde, wie gesagt, ich habe das gestern ausprobiert und es ist fantastisch geworden. Vielleicht lasse ich mir das sogar patentieren. Also, wir brauchen Butterscotch Karamell. Wir brauchen ein wenig Ketchup-Soße, in dem Fall Ketchup, gibt es bei uns im Shop, ne? Nicht vergessen. Ein bisschen Coca-Cola, ein wenig Senf, ein wenig Worcester oder Worcester-Soße, ein bisschen Butter. Wir brauchen natürlich etwas Hähnchen, in dem Fall habe ich hier so Flügelstückchen, also die sind schon getrennt, Oberflügel, Mittelflügel, nehmt da, was da kriegt, ne? Hähnchen, Wings. Wir brauchen hier nochmal ordentlich braunen Zucker, ja, in dem Fall nicht den von der Spice Bar, weil wir brauchen halt knapp 100 Gramm oder was genaue Rezepte, sowie alle Gutscheincodes unten in der Box, ne, Freunde? Und an Gewürzen von der Spice Bar, ein wenig Piment d'Espelette für Saskia, Magic Chicken, denn wir haben Chicken und wir brauchen ein bisschen geräucherte Paprika für das Barbecue-Flavor. Das war's eigentlich, Prost, Bierchen, ne, auf euch. Jedes Bier schmeckt besser aus dem 030 Barbecue-Glas, ne, Werbung Ende. Los geht's. Ah, zack, Freunde, wir starten am Seitenkocher mit unserer Butterscotch-Karamellsoße. Dafür erstmal eine Flocke Butter in ein Töpfchen. Ne? Schön mal kurz weich werden lassen. Ah, da geht jetzt unser Zucker dazu. Zack, schon mal leicht anrühren hier das Ganze. Oh, geil. Wir wollen das nicht verbrennen, bitte, Freunde, ja? Nur ganz wenig Wärme geben. Jetzt kommt unsere Cola ins Spiel. Wir ballern die ganze Dose hier 0,33. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Schön einrühren. Und jetzt kommt schon unser Original Butterscotch Karamell ins Spiel. Freunde, wer den beim ersten Video noch nicht gekauft hat, ne? Es gibt einen Gutscheincode Bobby15 für 15% auf eure erste Bestellung bei Butterscotch. Also lasst den Gutscheincode glühen, Freunde. Ne? Davon habe ich jetzt auch ungefähr 200 Milliliter. Da soll ordentlich was rein. Ne? Mit dazu. Sehr schön. Ah, jetzt kommt die Ketchup-Soße dazu. Freunde, wenn ihr die nicht kaufen wollt bei uns im Shop, dann könnt ihr natürlich auch normalen Ketchup nehmen. Die hat aber ein bisschen Special hier. Also ich würde die schon empfehlen. Auf jeden Fall. Alles mit rein. Was haben wir jetzt? 250, ja, ungefähr. Zack, schön einrühren. Hm, und wir sind eigentlich schon fast durch. Jetzt kommen noch 2 Teelöffel Senf dazu. Eins. Ja, so ungefähr, Freunde. Nach Geschmack. Schön. Ah, noch ein bisschen was von der Worcester-Soße. Ich fange mal an, so mit 2 Esslöffeln ungefähr. Ja. Nachwürzen geht später immer. Wir müssen uns da rantasten. So, wundervoll. Ja, jetzt noch ein Teelöffel Piment d'Espelette für die Schärfe. Und auch noch mal ungefähr ein Teelöffel geräucherte Paprika. Ja, so ein bisschen nach Gefühl. Ah, so, das war's. Ja, das Ganze jetzt ordentlich einrühren. Und runterkochen lassen, Freunde. Also ordentlich bei kleiner Hitze jetzt wirklich das Ganze ein bisschen reduzieren. Nehmt euch da ein bisschen Zeit, deswegen fange ich auch damit an. Gestern hat es ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Man steckt immer nicht so drin, kommt auch ein bisschen auf die Außentemperaturen an, aber ein bisschen dauert das schon. Ich habe jetzt damit angefangen und wir machen mal langsam weiter mit den Wings. Zack, Soße ist am Einkochen. Wir kümmern uns um unsere Hähnchenteile hier. Also da keine Kunst, Freunde. Ne? Magic Chicken hilft. Ne? Ordentlich Magic Chicken rüber, dass die alle mal schön rot werden. Ne? Und durchwälzen. Naja, kick mal, nicht sparen, ne? So kann das aussehen. So, jetzt auch nichts einfacher als das. Die Schale vom schwedischen Möbelhaus eures Vertrauens, die macht sich in dem Fall ganz gut. Ihr könnt das ansonsten auch auf dem Wärmhalterost machen. Das ist mir aber in dem Fall, weil die so klein sind, eine Riesensauerei immer. Deswegen mache ich das auf den Dingern. Also einfach mal hier drauf verteilen. Die Alufolie habe ich auch nur drunter, damit Saskia nicht meckert, dass wir immer so viel abwaschen müssen. Ja, Freunde? Ja. Schön hier ausbreiten.
Nichts einfacher als das, oder? Ist das nicht ein Bild für Götter? Der Bräuking läuft. Rechter und linker Brenner, volle Pulle. 180, 200 Grad ungefähr. Die Dinger in die Mitte. Deckel zu. Jetzt richten wir uns nach der Soße, aber ich denke so eine halbe Stunde erstmal und dann kicken wir. Ah, zack, Freunde, Zeitsprung. Wir wurden ein bisschen überrascht von den Wetterbedingungen. Zu diesem leichten Windchen ist noch ein ordentlicher Platzregen gerade dazugekommen, aber wir machen weiter, ne? Durchballern, Leben in der Lage. Wir kosten mal unsere Soße, guck mal. Ja, die ist schön runtergekocht. Probier mal. Oh. Mega Sweet Karamell, aber es fehlt noch ein bisschen Säure. Ich baller noch ein bisschen Limette dazu. Halt mir gerade mal rausgebastelt. Ich sage mal so den Saft einer Viertel bis halben Limette. Na so. Zack. Nochmal unterrühren. Und jetzt weitermachen mit unseren Wings. Wir kicken mal rein. Oh, die sehen schon gut aus, Freunde. Die sehen schon gut. Jetzt ganz einfach, schnappt euch eure alte Schüssel und schmeißt die einfach erstmal wieder zurück. Ja, alle hier rein. Guter Trick, zwei Handschuhe übereinander, verbrennt euch nicht die Pfoten. Und jetzt einfach die Hochzeit, Freunde. Ja, geile Wings, ultra geile Soße einfach dazu. Ja, zack. Und jetzt schön einfach alle Wings kosten lassen. Ja, da soll richtig was dran sein. Oh, geil. Schön. Und wenn die alle ordentlich genascht haben von der mega geilen Soße, dann wieder zurück auf unser Schälchen hier. Ganz easy und entspannt, Freunde. Hier müssen wir nicht pinseln, das machen wir alle locker. Oh, geh mal. Sieht das geil aus? Sieht das geil aus? So, Deckel wieder zu. 10 Minuten warten. Nochmal 10 Minuten, das Wetter wird nicht besser. Katastrophe, Freunde. Aber wir gucken mal rein. Oh, schon schön angesetzt die erste Schicht. Ja, wir wollen aber nichts verschwenden und machen heute einen schönen Double Glaze, weil die Soße wirklich so geil ist. Also nehmt euch ein Löffelchen und zieht überall noch mal ein bisschen Soße rüber, Freunde. Geil. Schön voll machen die Dinger. Oh, geil. So, nochmal Deckel zu. Die letzten 10 Minuten. Und dann wird gegessen. Und bam, wir sollten durch sein, guck mal. Oh, guckt euch das an. Wie das brutzelt, Freunde. Sehen die geil aus und hier ist ein Geruch wie auf dem Jahrmarkt. Wunderschöne Zuckernote, Karamell hängt in der Luft. Wir nehmen die jetzt runter, machen Teller fertig, dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Oh, fertig, guckt euch das an. Sieht das geil aus, Freunde? Sieht das geil aus? Dazu die weltbeste Sour Cream. Wisst ihr Bescheid, ne? Verlinke ich euch aber nochmal oben. Die meisten kennen die aber schon. Jetzt muss ich das aber noch probieren. Ich schnapp mir mal so ein kleines Flügelchen hier. Ich hoffe, ich verbrenne mir nicht alle. Soßenhersteller Deutschlands, meldet euch bei mir. Wir müssen das auf den Markt bringen. Oh, ist das geil. Also, oh, ist das geil. Also Freunde, Butterscotch kann was, ne? Egal ob zum Trinken, übers Dessert, als Butterscotch Bacon Shot oder hier in der Marinade. Ein Traum. Nicht vergessen, Bobby 15 bei original-butterscotch.de. Einlösen, Freunde, einlösen. Auf jeden Fall. Geile Nummer. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like und Abo. Würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Zweitkanal ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby im Karamellhimmel. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Okay.